Ja, hallo liebe KiCad-Nutzer, willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.0. Der Nutzer Joe hatte mich gefragt, wie man 3D-Elemente auf Leiterplatten platziert und wie man die auf beide Seiten platziert, und deswegen hier ein kurzes Video dazu. Für die Linux-Nutzer öffnen wir als erstes mal hier die Synaptic-Paketverwaltung und geben in der Suche KiCad ein und klicken dann auf Suchen, und wir müssen hier unten als letztes die 3D-Symbole installieren, also Rechtsklick zum Installieren vormerken, das ist dann hier aktiv, und die ganze Geschichte installieren. Das sind insgesamt 250 Megabyte, die da runtergeladen werden. Ist recht groß, und es werden dann hier nochmal insgesamt 5 GB installiert nach dem Auspacken, und ihr habt dann die 3D-Elemente zum Installieren. Bei Windows müsste es dabei sein, ansonsten müsstet ihr euch nochmal auf der Webseite schlau machen, um die 3D-Packages runterzuladen, sollte aber eigentlich im Setup mit dabei sein. Haben wir das gemacht, ist das durchgeführt, können wir hier schließen, und wir haben jetzt im KiCad unsere 3D-Elemente. Ich öffne jetzt mal das KiCad. Nein, wir wollen das hier natürlich öffnen. So, ich hatte ja bereits im letzten Video gezeigt, wie man Eagle-Dateien importiert, und ich nutze jetzt mal hier die Leiterplatte daraus, aus diesem Projekt, von diesem Eagle-Import. Und wenn wir hier auf Ansicht gehen, haben wir hier einen 3D-Betrachter, und ich habe hier schon mal für den IC die entsprechenden Elemente ausgewählt. Ich möchte das jetzt nochmal für euch hier wiederholen, und zwar für einen weiteren SMD-Widerstand und hier für den IC Nummer 3. Deshalb verlasse ich wieder die 3D-Ansicht. Ich gehe hier in meine Platine und wähle jetzt den Footprint aus. Ihr seht, der ist jetzt markiert. Und drücke jetzt die Taste E für die Footprint-Eigenschaften. Ich wechsle hier auf das 3D-Modell. Dann müssen wir hier als erstes mal hinzufügen. Und wir sehen jetzt, wenn wir hier auf Hinzufügen gehen, sofort unsere 3D-Packages. Und wir gehen hier nach unten bis Packages DIP 3D-Shapes, weil es ist ja ein DIL-Bauelement. Wir öffnen das, und wir müssen jetzt hier mal runtergehen. Hat 28 Elemente. Dann sehen wir hier DIP 24, 28, hier wird es jetzt langsam interessant. Und wir haben als erstes hier den Chip selbst. Und hier als nächstes den Socket. Und dieser Chip hat also 15,24 mm Breite. Wir wollen als erstes mal den Socket installieren. Deshalb habe ich den jetzt hier angewählt. Wir bestätigen mit OK. Und wir sehen jetzt hier in unserer 3D-Ansicht den Socket. Der ist natürlich jetzt, wie könnte es anders sein, falsch positioniert. Und wir müssen jetzt entsprechend drehen. So, jetzt sehen wir hier, dass sich der, wenn ich mit der Maus hier reinklicke und gedrückt halte, kann ich das Bauelement anfassen und in jede Richtung bewegen. So, jetzt müssen wir natürlich herausfinden, wie wir das richtig drehen. Ich habe jetzt hier also mal die Z-Achse, und da drehen wir das Ganze mal auf 90 Grad. Dann müssen wir mit Offset verschieben. Wir müssen jetzt hier entsprechend so weit klicken, bis wir einigermaßen positioniert sind. So, und jetzt kann ich das hier anfassen, gedrückt, die linke Maustaste gedrückt halten und drehen, und mit dem Mausrad kann ich hereinscrollen, und wir sehen also, dass ich hier in der X-Achse nochmal etwas verschieben muss. Ich könnte jetzt auch mit der Z-Achse hier noch rausgehen, aber
Wir wollen ja das Bauelement passend auf der Platine aufsitzen lassen. Damit ist unser Socket hier positioniert. Und wir können als nächstes unseren Chip positionieren. Dazu wählen wir hier oben den Chip an. Auch hier kann ich wieder mit der linken Maustaste anfassend klicken, gedrückt halten und mit der Maus dann in jede Richtung bewegen. Ich nutze hier einen Trackball, da ist es die Kugel, aber wie gesagt, kann ich dann auch hier in jede Richtung bewegen. Auch wir fügen diesen Chip jetzt als nächstes Element hinzu. Auch hier wieder sehen wir, dass das nicht richtig positioniert ist. Als erstes gehe ich mal mit der Z-Achse. Halt. Ich muss natürlich als aktives Element den Chip anwählen. Jetzt nach oben, um das Ganze mal hier aus der Ebene heraus zu bewegen. Dann müssen wir aufpassen, wir haben hier unsere Nase für den Pin 1. Das heißt, auf unserem Chip ist die Nase hier eingearbeitet. Das heißt, wir müssen jetzt so drehen, dass wir hier nach oben kommen. So, dann drehen wir den ganzen Spaß mal so rum. Dann positionieren wir hier wieder mit dem Offset in die jeweilige Richtung. Also drehen ist das Bauteil Drehung. Und mit Offset kann ich dann in der X, Y und Z-Achse verschieben. Und mit Skalieren könnte ich jetzt hier theoretisch das Bauteil größer oder kleiner machen. Macht aber hier natürlich keinen Sinn. So, auch hier schauen wir wieder, dass wir einigermaßen passend zurechtkommen. Dann schieben wir unser Bauteil wieder etwas nach unten. Und hier nach links. Wir vergleichen nochmal, wir sehen hier unsere Aussparung für die richtige Positionierung, Pin 1. Das passt hier oben auch mit unserer Nase überein. Und ich scroll jetzt mal hier ein bisschen rein mit dem Maßrad. Und jetzt kann ich hier mit Z mein Bauelement sozusagen einstecken. Bitte aufpassen, dass wir hier nicht zu tief kommen. Es sollten dann 4 mm sein, die Sockelhöhe ist 4 mm. Wir haben also jetzt hier unser Bauelement positioniert mit dem Offset und mit Drehungen. Ich kann jetzt hier auch die Bauelemente auswählen lassen, indem ich hier den Haken abwähle oder wieder einsetze. So habe ich also meine Bauelemente gesetzt und mit OK bestätigen wir das Ganze. Wenn ich jetzt in die Ansicht gehe, den 3D-Betrachter wähle, sehe ich jetzt hier meinen zweiten Chip, der auch sauber und ordentlich positioniert ist. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr dieses Bauteil auf die andere Seite der Platine kriegt. Dazu gehe ich wieder hier rein. Und wir haben jetzt diesen Footprint hier, der ist noch ausgewählt. Und wie kriege ich den jetzt auf die Rückseite? Dazu muss ich aber sagen, den kriege ich damit auf die Rückseite, dass ich einen Rechtsklick ausführe, ins Kontextmenü und auf Wenden gehe. Aber wenn ich das jetzt mache, werden natürlich alle Leiterbahnen sofort disconnected. Ihr werdet das gleich sehen, es kommt auf einen Haufen Luftlinien. Das heißt, die Bauteile, die auf die Rückseite der Platine müssen, müsst ihr vor dem Routen, also wenn ihr die Bauteile, die Netzliste eingelesen habt und die Luftlinien sind noch vorhanden, dann bitte die Bauteile, die auf die Rückseite der Platine müssen, schon mit diesem Befehl wenden, auf die Rückseite platzieren und erst dann routen, sonst geht die ganze Sache schief. So, da diese Platine jetzt hier aber fertig ist, mache ich das trotzdem mal. Ich gehe mal auf Wenden. Ihr seht, es werden hier sofort die Luftlinien erzeugt, weil die Pads jetzt nicht mehr passen, denn das Bauteil wird nicht nur nach unten gesetzt, sondern auch die Verbindungen werden hier gedreht, also dass die Pads, die jetzt hier oben im Bereich sind, die hier in diesem Bereich sind, waren also vorher hier unten. So, nichtsdestotrotz gehen wir nochmal auf Ansicht, 3D-Betrachter, und wir sehen, dass unser Bauteil jetzt hier auf der Unterseite gedreht ist. So, das soweit dazu. Ja,
Wie gesagt, diese Platzierungen muss ich vorher vornehmen, ansonsten mit einer gerodeten Platine geht das natürlich schief, wie ihr jetzt hier gerade gesehen habt. So, ich gehe wieder zurück. Ich habe jetzt also das Bauelement wieder auf dieses Wenden zurückgenommen. Das Bauteil befindet sich jetzt wieder auf der Oberfläche und ich zeige es hier nochmal an einem SMD-Widerstand. Auch hier klicke ich an, ich markiere die ganze Sache mit der Taste E, kann ich die 3D-Einstellungen oder die generellen Einstellungen aufrufen und gehe dann hier in die 3D-Ansicht und ich füge hier wieder hinzu. Jetzt muss ich aus dem DIP-Elementen herausgehen und wir brauchen jetzt den Resistor und zwar hier Resistors SMD. Bitte bei immer nach den Packages suchen, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, nach den Packages suchen, nicht nach den Bauteilbezeichnungen, also nicht nach AT Mega 8515 oder IC 4312 oder wie auch immer, sondern ihr müsst nach den Packages suchen, die zu dem jeweiligen IC gehören. Genauso hier dieser Resistor, ja, da suchen wir nicht nach Widerstand E48 Reihe, sondern nach einem SMD 3D Shape und wir haben hier die Serie 1206, das ist die Baureihe, die Bauform 1206. Das ist also unser 3D Element und das wähle ich hier an, mit OK bestätige ich. Ich kann mir jetzt hier nochmal die Platine anschauen, wie gesagt, anklicken, linke Maustaste gedrückt halten und dann den Mauszeiger bewegen, dann kann ich das hier positionieren, im Raum drehen, mein Element, und ich sehe jetzt hier den Widerstand, der eingefügt ist. Mit Offset kann ich jetzt hier in der Höhe den Widerstand bewegen oder jeweils in der Seite oder nach links und rechts. Ich kann ihn entsprechend drehen in meinen drei Achsen und ich könnte ihn jetzt hier größer machen. Ja, so, also aufpolstern oder in der Breite vergrößern oder in der Länge. Das, wie gesagt, sollte man aber nicht tun, denn es bleibt ja eigentlich hier die Originalgröße vorbehalten. So, das ist hiermit 1,0 gegeben. Das ist jetzt also der Widerstand, der positioniert wurde. Auch hier wieder mit OK bestätigen. Und wenn ich jetzt hier wieder in die Ansicht gehe, in den 3D-Betrachter, sehen wir hier auch den zweiten Widerstand. Ja, und so kann ich mich jetzt hier durch die gesamte Schaltung hangeln und meine Bauelemente zuweisen. Wenn ihr mit aus KiCad heraus eine Platine erstellt, also keinen Eagle-Import macht, sondern aus KiCad heraus, sollten zumindest, was die Kondensatoren, Dioden und Widerstände betrifft, die 3D-Elemente bereits schon in den Footprints zugewiesen sein. Das macht KiCad eigentlich automatisch. Das heißt, die meisten Bauteile sind dann schon im 3D positioniert und eingesetzt. Wenn nicht, muss man das, wie gesagt, hier händisch machen, so wie ich das gerade gezeigt habe. Für eigene Bauelemente, wie hier zum Beispiel dieses DC-Board, oder für Bauelemente, die noch nicht in den 3D-Shapes vorhanden sind, müsstet ihr euch FreeCAD installieren, das 3D-CAD-Programm, und im FreeCAD die Workbench KiCad installieren und euch dann diese 3D-Bauelemente selbst erstellen. Ich kann das aber hier jetzt an dieser Stelle nicht zeigen, da ich selbst mit diesem FreeCAD und dieser KiCad Workbench noch nichts gemacht habe. Also wie gesagt, hier nur die vorhandenen Bauelemente, die von KiCad mitgeliefert werden. Das kann ich euch zeigen. FreeCAD habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Bin aber dran, da eventuell nochmal ein Video von einem Bekannten machen zu lassen, der das, wie soll ich sagen, auf dem Kasten hat. Gut. Das dazu zum Bewegen der Platine hier, auch hier wieder mit der linken Maustaste reinklicken, gedrückt halten und ich kann sie hier im Raum bewegen. Ich hoffe, damit habe ich erstmal hier soweit zum 3D-Element genug gesagt. Ihr könnt jetzt hier 3D-Elemente platzieren, übt das mal selber ein bisschen und ich denke, ihr werdet da auch relativ schnell zurechtkommen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Viel Spaß bei KiCad. Bis zum nächsten Mal.